Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute endlich für euch den Spirit of Leaps Schmuck-Adventskalender. Ihr habt schon mehrfach nachgefragt, wann der Kalender online kommt, wann ihr euch das Video anschauen könnt. Es ist endlich soweit. Ich habe ihn einmal hier und darf ihn euch komplett zeigen. Außerdem habe ich eine ganz tolle Verlosung mit dabei. Wir packen den jetzt mal aus, gucken uns die Schmuckstücke und Mineralien an, die hier drin sind. Und falls ihr Lust habt, mit mir gemeinsam in diesen wunderschönen, heiß ersehnten Adventskalender reinzuschauen, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich jetzt starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal, ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, der Spirit of Leaps Adventskalender, Leute, ihr wisst es, ich bin letztes Jahr, mir hat der so gut gefallen. Für mich einer der allerschönsten Adventskalender. Ich liebe den Schmuck und ich habe schon lange, bevor ich euch überhaupt das erste Mal den Schmuck gezeigt habe, mir selbst den Schmuck gekauft, habe mir den immer schenken lassen, habe auch einige Ringe, Ohrringe, ich habe einiges von dem Schmuck zu Hause. Das ist dieser Schmuck, der in der Glasschatulle kommt. Das habt ihr bei mir bestimmt schon mal gesehen in dem ein oder anderen Haul, dass ich mir da mal eine Kette oder so gekauft habe. Die haben wunderschönen Schmuck und auch Mineralien und sowas im Shop. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen, das ist alles handgemacht, das ist echtes Silber, also 925er Silber ist das. Und genau, den gibt es in Gold und in Silber und ich will gerade mal schauen, ich habe das eben gelesen, also der kostet jetzt in Material Silber 290 Euro, ist aber wirklich echtes Silber, alles in Handarbeit und der soll einen Gesamtwarenwert oder hat einen Gesamtwarenwert von 800 Euro und der goldene hat einen Gesamtwarenwert von 950 Euro. Also ihr habt hier richtig krassen Schmuck, den ihr das ganze Jahr eben übertragen könnt. Genau. Und die goldene Variante ist 18 Karat vergoldet, also da habt ihr wirklich auch was richtig Schönes mit dem goldenen. Goldenen Schmuck habe ich mir noch nie gekauft von Spirit of Leaps, weil ich ja wirklich die Silbermaus bin. Ja, genau. Außerdem habe ich dieses Jahr die Möglichkeit, euch 10% Rabatt auf diesen Kalender zu geben. Wie geil ist das? Also ich habe noch nie Rabatt für Spirit of Leaps gehabt. Das ist jetzt das allererste Mal. Ich blende euch da meinen Code mal ein. Der steht auch nochmal unten in der Infobox und ich verlinke euch den Kalender auch nochmal. Es ist wirklich was ganz Besonderes und ja, dass es einen Code da drauf gibt, ist auch was Besonderes, weil normalerweise gibt es keinen Rabatt da drauf. Genau, hier befinden sich wieder Mineralien drin, also könnt euch vielleicht noch an das Unboxing vom letzten Jahr erinnern, also Schmuck und eben Mineralien. Jo, und so sieht der Kalender aus, dann könnt ihr das mal gerade ein bisschen aus der Nähe sehen, also der ist hochglanzbeschichtet und der hat 24 Türchen, der ist wiederverwendbar, also den könnt ihr danach auch noch super verwenden, um euren Schmuck da drin aufzubewahren. Ich stelle es mal gerade hin. So sieht der eben aus. Der ist mit Liebe hergestellt, wirklich mit Liebe. Hinter jedem Schmuckstück, hinter wirklich jedem Schmuckstück, was ihr im Shop findet, steckt Liebe. Und das finde ich so schön. Und dann habe ich hier auch noch zwei Kärtchen mitbekommen. Also einmal eine Karte von der lieben Isabel, der Online-Shop gehört. Und sie wünscht mir hier nochmal ganz viel Freude beim Auspacken und es ist so lieb, was sie geschrieben. Also ich freue mich wirklich richtig, richtig doll, dass ich die Ehre habe, diesen Kalender wieder euch vorzustellen. Und dann hat sie mir hier nochmal, also dann ist hier noch eine Karte mit dabei, dass eben, ja, der Kalender, hier steht ein bisschen was. Nach langem Warten habe ich es nun endlich in deine Hände geschafft. Nun können wir die Weihnachtszeit endlich gemeinsam beginnen. Vielen Dank, dass du gerade mich ausgesucht hast, dich durch die festliche Jahreszeit zu begleiten. Das ist einfach so süß geschrieben. Das Soul-Team arbeitet seit Januar diesen Jahres daran, dass ich so schön aussehe und dass ich viele schöne Schmuckstücke und Mineralien beinhalte. Jedes einzelne Schmuckstück wurde vom Soul-Team in Glasschatullen verpackt, mit Seidenpapier umhüllt und für jeden Tag wurde ein einzigartiges Kärtchendesign mit einem Spruch, der deinen Alltag ein wenig bunter machen soll oder mit interessanten Informationen zu dem Schmuck oder den Mineralien. Ich freue mich riesig auf eine ganz tolle Weihnachtszeit mit dir. Das ist so schön. Und das meine ich so, das ist dieses Besondere. Also man hat wirklich hier
Ihr merkt es schon, ne? Ich bin immer begeistert. Man hat hier wirklich was sehr Schönes. Das seht ihr gleich auch bei dem Schmuck. Ich würde sagen, wir starten jetzt bei Türchen Nummer 1. Bevor ich jetzt aber starte, möchte ich euch sagen, dass Spirit of Leaps mir nicht nur den Kalender zur Verfügung gestellt hat, sondern auch ein Schmuckstück, welches ich euch mal hier oben einblende. Dieses Schmuckstück könnt ihr in diesem Video gewinnen. Nicht nur bei mir, auch bei der lieben Claudi, denn die Claudi wird den Kalender auch für euch auspacken. Sie freut sich auch riesig und ich bin super gespannt, was sie zu dem Schmuck sagt, wie ihr der Schmuck steht. Und genau, da könnt ihr auch die gleiche Kette einmal gewinnen, also bei mir einmal unten in der Infobox reinschauen und bei der lieben Claudi auch nochmal, dann könnt ihr mitmachen und mit ganz viel Glück gehört dieses Schmuckstück bald einem von euch. Ja, und jetzt starten wir mit Türchen Nummer 1. Ich werde es euch mal jetzt so zeigen, wie das aussieht. Also hier ist wirklich, ist alles mit der Hand gemacht, nichts maschinell und das finde ich so hübsch. Und wenn ihr das erste Mal bei Spirit of Leaps bestellt, werdet ihr sehen, ihr wisst, was ich meine, dieses Liebevolle, das sind Glasschatullen, man bekommt so kleine Trockenblumen mit rein, ein Kärtchen, das ist alles so wunderhübsch, also es ist wunderhübsch gemacht, jeder Kunde bekommt da wirklich so eine richtige Wertschätzung und das finde ich ganz toll. So, wir starten jetzt, also ich mache das hier auch total ungern auf, weil das einfach so schön gemacht ist. Wie gesagt, ich habe jetzt die Silbervariante, 925er Silber, echtes Silber ist das und es gibt auch die Goldvariante mit 18 Karat vergoldet. So, hier ist jetzt einmal Lotusblüte. In der Odyssee sind die Lotusfresser ein geheimnisvolles Volk, das auf einer kleinen Insel lebt. Sie verzehren regelmäßig Lotuspflanzen, die sie in einem ewigen Zustand der Glückseligkeit versetzen. Das ist süß. Es sind halt so kleine Kärtchen, die mit bei sind. Und hier haben wir eben diese Lotus-Ohrringe drin. Und jetzt zeige ich euch mal, wie hübsch das aussieht. Gerade habe ich auch Ohrringe an. Die sind vom letzten Jahr aus dem Adventskalender. Das sind die mit dem roten Stein drin. Die habe ich so oft an auch, dass die trage ich immer gerne im zweiten Ohrloch. Und das hier sind jetzt, also ich zeige es euch nochmal von Namen eben, so Lotusblumen. Das sieht so hübsch aus. So, ich habe mir diese Lotusblüten mal reingesetzt. Und die, also die sind wirklich schön, die gefallen mir. Die sind halt auch gar nicht kitschig oder sowas, sondern die sehen einfach hübsch aus, finde ich. Meine Ohren sind auch passend rot dazu. So, wir machen weiter mit Türchen Nummer 2. Auch das sieht ebenso genauso schön aus. Also nicht nur bei einem Türchen, sondern wirklich bei allen Türchen. Sieht es wunderschön aus. Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Ich bin immer ganz, ganz aufgeregt bei diesem Kalender. War ich letztes Jahr auch. Wahrscheinlich, weil ich mich so freue. So, hier, oh mein Gott, ist das schön. Hier haben wir einen Granat drin. Und zwar ist das eigentlich passend zu meinen Ohrringen, die ich vom letzten Jahr habe. Eine Kette, nur das ist eben mit so einer Sonne außenrum. Zeige ich euch gleich. Achtet das nächste Mal darauf. Wenn du Granatapfelkerne in deiner Hand hältst, sehen sie aus wie kleine funkelnde Edelsteine. Daher leitet sich auch der Name des Granatsteins vom lateinischen Wort Granatus ab, was körnig bedeutet. Ach, das ist so schön, dass da hier auch noch eine Erklärung mit dabei ist. Und das ist einfach mal eine Kette. Mit diesem Granatstein eben dran. Und die könnt ihr wunderbar hier in der Länge verstellen. Also die sind in mehreren Größen wirklich tragbar. Ich habe es jetzt einfach mal fast aufs Weiteste gemacht. Und so sieht die Kette aus. Ich finde, das ist halt so ein schöner filigraner, also wirklich gut tragbarer Schmuck. Der ist auch total leicht. Und wenn Silber mal irgendwie schmutzig aussieht, das könnt ihr gut mit einem Tuch reinigen. Also Silber kann man immer wirklich toll wieder reinigen und genau, kann man gut pflegen. Wir kommen nun zu Türchen Nummer 3. Ich denke auf jeden Fall, dass dieser Kalender, ich meine, mich haben ja ganz viele auch schon gefragt, für einige von euch auf jeden Fall was ist. Hier haben wir einen Fluorit drin, das ist der erste Mineralstein. Fluorit erscheint in einem breiten Farbspektrum von sanften Pastelltönen wie lila, rosa bis hin zu lebhaften Farben wie grün und Petrol. Er wird oft als Stein der Konzentration bezeichnet und hilft, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche im Leben zu lenken. Das ist ein sehr schöner Stein. Ich habe schon einige Steine zu Hause und ich zeige euch den mal. Der kommt hier in so einem Säckchen. Also da steht auch nochmal Spirit of Leaps drauf und da habt ihr dann halt diesen wunderschönen Stein eben mit drin. Der sieht wunderschön aus. Ein richtig, richtig schöner Stein. Ist echt schön. Ich gucke immer gern durchs Licht so die Steine an. Und der ist richtig schön. Der ist total kühl. Es geht weiter mit Türchen Nummer 4. Und das ist relativ schwer. Hier haben wir einen Rosenquarz drin. Und zwar nicht nur ein Rosenquarzstein, sondern wir haben ein Rosenquarzarmband hier drin. Das ist so hübsch. Hier ist dann auch nochmal, da steht ein bisschen was, I love you und so weiter. Also hier steht,
Ich liebe dich auf ganz vielen Sprachen drauf. Rosenquarz ist ein, also das ist richtig schwer. Also man merkt, dass es echter Rosenquarz ist. Es ist schön kühlend, also es fühlt sich jetzt schön kühlend an. Dann ist noch so ein kleiner Anhänger dran mit dem Spirit of Leaves Logo. Einfach, also wunderschön, ich liebe sowas. Solche Armbänder, weil die kann man mal eben umziehen. Da muss man keinen Verschluss zumachen oder so. Es geht weiter mit der 5. So langsam legt sich meine Aufgeregtheit. Das ist immer so vor dem ersten Türchen, ist man so aufgeregt. Hier haben wir Mondstein drin. Mondstein ist so, ja, klasse. Ich habe ganz, ganz viel mit Mondstein. Jeder Stein ist einzigartig auf der Welt, so dass es fast unmöglich ist, zwei identische Steine zu finden. So wie der Stein ein Unikat ist, so bist auch du einzigartig. Vergiss das nicht. Diese Sprüche. Und das sind Mondstein-Ohrringe, Leute. Ich liebe sie. Ich habe diese in groß, also ein bisschen anders abgewandelt. Ich ziehe die so gern an. Einfach wunderschön. Ich zeige sie euch nochmal beim rausgeholt. So, schaut mal, ihr Lieben. Das sind die Mondstein-Ohrringe einmal getragen. Die sind so, so schön. So, meine Lieben, wir kommen jetzt zu Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Mal gucken, ob hier was Besonderes drin ist. Es ist so hübsch. Die Ohrringe sind super schön. Wie gesagt, ich habe die schon, aber in größer und in kleiner sind die natürlich auch nochmal süß zu haben. In der 6, oh, ist ein Ring drin, oh mein Gott, Verbundenheit steht hier. Ich bin dankbar für alles, was ich habe, was ich weiß und was ich bin. Das ist ein sehr guter Spruch und hier haben wir einfach einen Ring drin. Und zwar einen Ring, den man in der, oh, ist der hübsch, oh mein Gott, den kann man in der Größe verstellen, der ist so verschnörkelt. Ist der schön. Ich setze ihn mal gerade auf meinen Finger, dann könnt ihr mal gucken. Also den könnt ihr in der Größe verstellen, indem ihr den hier vorne so zusammendrückt und dann könnt ihr den anpassen. Bei mir passt der genau hier am Mittelfinger, also da passt der wie, also wie angegossen, der ist wie für mich gemacht. Der ist aber schön. Oh mein Gott, ist der hübsch. Den lasse ich gerade mal an. Also das wäre auch mein absoluter Wunsch-Adventskalender, wenn ich mir einen Schmuckkalender aussuchen könnte, weil der halt so viel Bedeutung hat. Jedes Schmuckstück hat eine Bedeutung. Jedes Schmuckstück hat so eine eigene kleine Geschichte und das finde ich toll. Das finde ich immer schön. So, und in der 7 haben wir einen Aragonitstein drin. Aragonit wurde erstmals 1790 in der spanischen Region Aragon entdeckt. Daher kommt der Name. Er soll die innere Balance, emotionale Stabilität bringen, was besonders in Zeiten von Stress und Unsicherheit wertvoll ist. Je nach Größe kannst du ihn auf deinen Nachttisch haben oder in deiner Hosentasche tragen. Oh mein Gott. Ja, das ist so schön. Und das ist jetzt gerade ein Stein, den ich momentan brauche. Momentan bin ich irgendwie gestresst. Keine Ahnung. Oh, ist der hübsch. Oh mein Gott, ist der schön. Leute, der sieht so schön aus. Also ich weiß ja nicht, ob ihr auch welche unter euch sind, die auch so Mineralien haben und da drauf abfahren und ja, so ein bisschen was auch sammeln. Ich habe, wie gesagt, einige schon zu Hause. Ich habe mir auf dem Flohmarkt schon einige gekauft. Ganz, ganz hübscher, schöner Stein. Da freue ich mich auch sehr drüber. So, wir kommen zu Türchen Nummer 8. Dieses Video geht wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich mir hier ein bisschen mehr Zeit nehme. Hier ist der Lapis Lazuli drin. Ich hoffe, man spricht es so aus. Fördert Aufrichtigkeit und den offenen, ehrlichen Dialog. Bereits die ägyptische Königin Kleopatra trug den blauen Stein bei sich und schminkte sich mit dem azurblauen Pigment. Ja, das ist einmal die Karte dazu. Und die sind so, also diese Karten sind so schön, also diese Gestaltung, das ist einfach wunderhübsch. So, und hier haben wir diesen azurblauen Stein eben als Kette drin. Eine recht lange Kette mit da dran. Das heißt also, die könnt ihr wirklich in verschiedenen Längen tragen. Also die ist wirklich nicht kurz. Guckt mal, die ist relativ lang. Ich meine, das ist eine 60 cm Kette, die man bis auf 50 runterkürzen kann. Also ich hätte die jetzt theoretisch auf 50 cm gemacht. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 9 und da gucke ich jetzt auch direkt rein. Oh, ein Irrkaff ist hier drin. Oh mein Gott, Nova Irrkaff. Die haben einfach einen Irrkaff mit hier rein. Ihr wisst, ich liebe Irrkaffs. Ich trage die Dinger so gern. Und das ist einfach so ein Dreier Irrkaff. Der sieht auch wunderschön aus. Dafür mache ich meinen jetzt mal raus. Und mache den mal rein. Ich ziehe so gerne Irrkaffs an. Also ich bin immer traurig, wenn keine Irrkaffs im Adventskalender sind. So, mein Ohr ist jetzt rot, aber ich glaube, ihr könnt den gut sehen. Also der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist so ein Dreier. In der Mitte sind so Kugeln und außen sind so,
ja, einfache Streben, sag ich jetzt mal. So, Türchen Nummer 10, es geht weiter. Das war ein Irrkauf gewesen, richtig toll. Hier haben wir noch einen Stein jetzt drin, und zwar einen Tigerauge-Stein. Ich bin stärker als meine Ängste. Das ist ein Tigerauge, wieder in so einem Säckchen. Guckt euch diesen Stein an. Oh mein Gott, der ist wirklich, der ist so, so hübsch. Und der fühlt sich ganz glatt an, also ganz, ganz... ganz, ganz schöner Stein. Es geht weiter mit Türchen Nummer 11. Ich habe von den Steinen noch keinen zu Hause. Das freut mich so sehr, dass ich da keinen doppelt habe. Wisst ihr? Indische Sonne haben wir hier. Oha, ist das schön. Das sind nochmal so kleine Ohrringe. Der sieht richtig hübsch aus. Je nachdem, wie man guckt, ist der so pink, rot. Also pink-rot so ein bisschen, also wenn man gerade drauf guckt, sieht es schwarz aus, wenn man so ein bisschen von der Seite guckt, also wunderschöne, wunderschöne Ohrstecker. Das ist die indische Sonne. Die werde ich ganz oft tragen. Türchen Nummer 12, was haben wir hier drin? Oh, das ist so spannend. Hier ist ein Solardit drin. Ah, wie cool. Das ist dieser blaue Stein. Ich kann mal gucken, was da steht. Das ist seine kräftige, dunkelblaue Farbe, die an den nächtlichen Himmel und tiefe Gewässer erinnert, unterstützt uns dabei, den eigenen Zielen beharrlich treu zu bleiben. Außerdem weiß ich, dass dies, oh Gott, das ist so ein kleiner, so ein höherer, dass dieser Stein hilft, glaube ich, wenn man mit dem Blutzucker Probleme hat. Den soll man dann bei sich führen. Also das wäre halt auch mega toll, so als Kette, dass man den halt wirklich so bei sich führen kann. Oder man steckt ihn halt in die Hosentasche. Der ist so schön. Also es ist so ein kleiner Turm eben. Ist auch, glaube ich, für die Schilddrüse ein guter Stein. Ich meine, da habe ich mal irgendwas, also wenn mich nicht alles durch, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das richtig ist, müsst ihr nochmal nachlesen. Auf jeden Fall ist das ein Stein, über den ich schon einiges gelesen habe. Und ich glaube, das ist bis jetzt der Stein, der mir hier am besten gefällt, ne? Schön. Wir kommen zur 13. Außerdem war die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Kalender findet. Ich bin so aufgeregt, ich habe euch gar nichts ausgerechnet, gar nichts. Also wir gehen jetzt mal hier von dem normalen Kaufpreis aus, 290 Euro bei dem silbernen, geteilt durch 24, dann zahlt ihr 12,08 Euro pro Türchen bzw. pro Schmuckstück. Das ist schon gut, und wenn ihr dann die 10% Rabatt noch abrechnet, dann zahlt ihr weniger dafür. Das ist natürlich echt nice. So, nächstes Türchen. Ich muss mal hier ein bisschen hurtig machen. Lotus Armband. Ach nee, guckt mal einer an. Das passende Armband zu den Ohrringen in der 1, beziehungsweise Ohrsteckern in der 1. Das ist aber auch hübsch. Ja, das ist auch in der Größe verstellbares Armband. Mache ich mir jetzt auch gerade mal dran. Also das gefällt mir auch gerade hier, muss ich sagen, zu dem Rosenquarzarmband echt gut. Auch richtig schön. Jetzt kommen wir zur 14. In der 14 ist Rosenquarz nochmal drin. Und zwar, man soll lieben, so viel man kann. Und darin liegt die wahre Stärke. Und wer viel liebt, der tut auch viel und vermag viel. Und was in Liebe getan wird, das wird gut getan. Vincent van Gogh. Das ist ein Anhänger. Okay, also den kann man an eine Kette machen. Zum Beispiel an die Kette in der 2. Oder man macht den eben halt an ein Armband mit dran, aber den finde ich eher für eine Kette. Den kann man jetzt auch hier zum Beispiel an die Kette machen, wir haben ja noch eine Kette. Also das ist der Rosenquarzanhänger, den kann man ganz toll auch mit dem Armband hier kombinieren. Den lasse ich jetzt mal hier drin, der ist richtig schön. In der 15 haben wir den Selenit-Seifenstein drin. Selenit soll negative Energien neutralisieren und den Energiefluss sowohl in Räumen als auch in deinem Körper verbessern. Gerade als Handschmeichler ist er der perfekte Begleiter für den Alltag. Genau. Habe ich mir doch mal auf dem Flohmarkt gekauft. Ja, genau, so einen habe ich. Der sieht halt aus wie so eine Seife, ist aber keine. Also das ist ganz hübsch geschliffen, dieser. Ich weiß nicht, ist der so geschliffen? Sind die so? Die sind wahrscheinlich so. Nee, die sind ein bisschen so geschliffen. Wunderschön. Wir kommen zu Türchen Nummer 16. Hier haben wir drin Jade und 3 Dots. Was ist das denn? Ah, das sind 2. Was, wie schön ist das denn? Also hier sind Jadestein-Ohrringe drin. So richtig grünes Jadestein. Und dann diese Mini 3 Dots. Auch das ist aber ganz, so ganz, ganz kleine Stecker. Die sind wirklich mini-mini. Die könnte ich mir auch gut vorstellen für jeden Tag. Also so halt auch mit dem Grün. Das sieht wunderhübsch aus. Diese 3 Dots sind schön. So, Türchen Nummer 17.
In der 17 haben wir drin Mondstein nochmal. Und wenn ich das schon sehe, das sieht so hübsch aus. Zuerst wirkt er ganz unscheinbar weiß, aber fällt das Licht auf diesen Haltstein, dann beginnt das Farbspektakel, wie das Mondlicht auf dem Meer. Er soll unser Einfühlungsvermögen verbessern und stärkt so unsere intuitiven Kräfte. Ja, mega. Und das ist ein Anhänger. Und zwar ist das der gleiche Anhänger zu den Ohrringen. Also das ist ein Set sozusagen, was man dann hat. Kette und Ohrring. Wunderschön. Türchen Nummer 18. Hier gibt es jetzt eine Sache. Hier sind die Rio Drops normalerweise drin. Diese sind leider noch nicht da. Und deshalb kann ich euch die noch nicht zeigen, weil ich zeige euch ja den Kalender ein bisschen vorher. Ich blende euch mal so ein In-Etwa-Bild ein. Und zwar hatte ich euch ja eben hier auch, also ich muss mal gucken, ob ich euch das einblende. Auf jeden Fall sind das so Anhänger. Das sind die gleichen passenden Ohrring-Anhänger wie die Kette hier. Wie diese blaue Kette, die ich anhabe. Das eben als Anhänger passend zu dieser Kette. Das ist leider, wie gesagt, in meinem Kalender jetzt noch nicht drin. In eurem wird das drin sein. Unsere Signature-Kollektion haben wir nach dem spanischen Wort für Fluss benannt, Rio. Sie erinnert uns daran, dass im Leben nichts von Dauer ist und dass Veränderung eine grundlegende Eigenschaft unseres Seins ist. Das finde ich so, so schön. Also das ist eine ganz tolle Botschaft auch hier mit diesem, also dass man das auch, wenn man das trägt und man weiß es so, was dahinter steckt, finde ich sehr schön. Und deshalb, also die Ohrringe, die sind jetzt hier leider nicht mit dabei. Ich versuche es euch mal so ein bisschen einzublenden. Wie gesagt, das ist der gleiche Stein wie das, was ich hier eben dran habe. Ja, das wird mir aber noch nachgeliefert, da wisst ihr Bescheid. Also ich bekomme die noch. Ich komme nach und habe mich verspätet, steht da drauf. Da haben sie extra nochmal was rein. Das ist einfach so süß, dass sie das nochmal extra hier auch draufgeschrieben haben. Und dann sieht man auch, es wird sich so viel Mühe gegeben, so liebevoll. Also ich kann nur sagen, das Team von Spirit of Leaps, die arbeiten so toll. Die machen so eine klasse Arbeit, die sind so lieb und ja, keine Ahnung. Alles halt so ins Detail gehend, sehr schön. So, Türchen Nummer 19. Und hier habe ich immer so das Gefühl, dass ich gar nicht das, wie soll ich denn sagen, diesen Wert, dieses Wunderschöne, dieses Wertvolle, dieses Besondere wiedergeben kann in meinem Video. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist wirklich besonders. Das ist ganz, ganz besonders. Ich fand das schon besonders, bevor ich ja, überhaupt mit Spirit of Leaps ein Wort getauscht habe. Da habe ich ja, wie gesagt, schon dort bestellt, weil ich einfach, das war so für mich, ich habe den Schmuck gesehen. Irgendwann habe ich das mal gesehen in dem Online-Shop, das ist schon Jahre her. Und da war ich sofort verliebt. Das war so eine Mondsteinkette und die fand ich so schön. Und seitdem bin ich der Marke auch so ein bisschen verfallen, ja. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt die 19. Hier ist der Phrenit drin. Phrenit, glaube ich, so spricht man ihn aus. Oder Phrenit macht Platz für positive Energien und steigert die Wahrnehmung für die kleinen Freuden des Lebens. Das ist nochmal ein Stein. Und er hat zwei Farben. Oh, helles Grün und dunkles Grün. Der ist auch richtig hübsch. Also denn, der sieht schön aus. Ich würde sowas gerne mal in echt sehen, wenn das so richtig so eine Steinwand ist mit Kristallen. Das Besondere ist ja wirklich immer an diesen Steinen, finde ich, dass jeder Stein einzigartig ist. Türchen Nummer 20. Hier haben wir einen Sonnencharm drin. Oh, ist das hübsch. Das ist ja ein, also ist eine richtige Sonne. Hier 6 Wörter haben sich versteckt. Da kann man hinten, wie so ein Wortsuchspiel. Das ist einfach ein Charm. Den kann man zum Beispiel mit, also den könnte man mit ans Armband machen oder man macht ihn eben an die Kette. Ich finde den für die Kette super hübsch. Sehr, sehr schön, sehr spirituell. Türchen Nummer 21. Hier haben wir einen Onyx. Ach, ein Onyx-Armband ist hier drin. Ach nein, wie toll. Wie der funkelt. Leute, wie der funkelt. Seht ihr das hier? Guckt mal, ich sehe das in der Kamera, wie dieses Onyx-Armband funkelt. Das ist echt mega. Also, in der Antike galt der Onyx als einer der wichtigsten Schutzsteine gegen schwarze Magie. Er stärkt das Selbstbewusstsein und führt zu einer verstärkt inneren Harmonie. Das ist einfach ein schwarzes. Der ist wunderschön. Ja, kann man auch mit dem Rosa hier schön kombinieren. Also ich finde das richtig hübsch. Und da ist auch wieder so ein Spirit of Leaps kleiner Anhänger dran. Den lasse ich auch mal direkt. Über den Onyx freue ich mich auch total, weil, ja, ich hab noch kein Onyx-Armband. Die 22. Ich bin so happy. Ich will aber nicht hier so die ganze Zeit sagen, wie toll das alles ist. Es ist so schön, aber ich muss mich immer ein bisschen zusammenreißen. Ihr denkt ja auch, ich habe so nicht mehr alle.
So, hier haben wir einen Rosenquarz-Engel drin, okay? Ich lade die Engel ein, über mich zu wachen und mich zu beschützen. Möge ihre Liebe und Fürsorge mich sicher durch den Tag begleiten. Ist da jetzt eine Engelsfigur drin oder wie? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ein Flügel. Ein kleiner Engel. Tatsächlich, hier ist ein Rosenquarz-Engel drin, ein kleiner. Ja, der ist ja wirklich mal wunderschön. Also ich muss ehrlich sagen, der ist richtig, richtig hübsch. So einen schönen hatte ich noch nie. Der ist ganz klein, den kann man mitnehmen in der Tasche. Das passt ja auch, wisst ihr, so zu Weihnachten noch so ein Engelchen drin. Ach, das ist schon schön durchdacht. So, die 23, das ist gleich schon vorbei. Ich habe mich das ganze Jahr wirklich auf diesen Kalender gefreut. Perlmutt ist hier drin, okay. Ach krass, hier ist nochmal so ein Perlmutt-Anhänger drin. Sieht aber auch schön aus, muss ich sagen. Der sieht wirklich hübsch aus. Also der ist ja ganz filigran, dieser Anhänger. Und den könnte man jetzt halt dann auch an diese Kette machen. Wie schön ist der bitte? Also ich glaube, das würde mir auch richtig gut gefallen zu so einem schönen Outfit. Der gefällt mir auch. Wir kommen auch schon zum letzten Türchen, die 24. Was wird hier drin sein? Vielleicht nochmal irgendwie eine Kette oder so oder ein Set vielleicht sogar, keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Frohe Weihnachten steht hier erstmal in verschiedenen Sprachen. It's the most wonderful time of the year. Das ist auch ganz niedlich gemacht, dieses Kettchen. Und hier ist ein Ring drin. Oh, ist so hübsch. Einfach mal ein Ring noch hier in der 24. Der ist natürlich größenverstellbar, weil sie können ja keinen hier reinpacken mit einer Größe. Und das ist einfach dieser Mondstein, den wir schon als Ohrringe haben und auch als Kette nochmal als Ring. Oh mein Gott, ist der hübsch. Ernsthaft, Leute, ich finde den so schön. Ich muss den natürlich sehr, sehr eng machen. Also bei mir ist das immer diese verstellbaren. Ich muss die mal arg eng machen, damit die bei mir passen. Hier passt er und sitzt er. Ich habe ihn sogar ein bisschen zu eng gemacht, merke ich gerade. Ganz schön bei Silber, das kann man nämlich biegen. So, das war die 24. Ein Ring. Richtig cool. Richtig, richtig cool, dass da nochmal einer drin ist. Ihr Lieben, das war der silberne Spirit of Leaps Adventskalender 2024. Was sagt ihr zum Inhalt? Wie findet ihr diesen Kalender? Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin sehr voreingenommen, weil ich diese Marke so sehr liebe. Ich finde, die haben so schönen Schmuck. Ich feiere den Shop, ich feiere die Sachen dort. Ich feiere, wie sieht das hier alles? Also, wenn das hier alles so liegt, das ist so mit Liebe hergestellt, mit diesen Kärtchen und allem. Wahnsinn. Also ich finde es wunderschön. Ich finde es toll. Hier wurde sehr lange dran gearbeitet an diesem Kalender, dass er so ist, wie er ist. Es ist alles durchdacht, es passt alles zusammen. Von meiner Seite aus eine 1000%ige Schmuck-Adventskalender-Empfehlung. Es ist natürlich wirklich ein mächtiger Preis. Das wird wahrscheinlich auch bei vielen von euch in den Kommentaren kommen. Mensch, der Preis. Aber das ist echtes Silber, 925er Silber. Hier habt ihr wirklich was von. Es ist sehr, sehr hübsch. Es gibt auch günstigere Adventskalender, die habe ich euch auch schon vorgestellt. Das hier ist jetzt eine nicht so günstige Variante. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele von euch da auch Wert drauf legen und dass ihr halt hier auch was Besonderes habt. Also ihr habt hier wirklich einen besonderen Adventskalender, kein 0815 Adventskalender. Es ist wirklich alles mit der Hand, mit Liebe gemacht. Und ihr habt diese wunderschönen Schmuckschatullen mit dabei. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich finde diesen Kalender nach wie vor ganz, ganz besonders. Wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ich auch so gehypt und auch dieses Jahr muss ich euch sagen, ja, hier habt ihr einen Kalender, der absolut der Hammer ist, meiner Meinung nach. Der ist wunderschön, wie die Sachen in Gold aussehen. Kann ich euch nicht sagen. Ich habe noch nie was in Gold bei Spirit of Leaps bestellt, weil Gold einfach so nicht zu mir passt und nicht so meine Farbe ist. Ich trage es ab und zu mal, aber Silber ist so das, was ich immer mag. Genau. Ja, von daher, also ich kann da nichts anderes außer Positives berichten über den Kalender, weil ich halt wirklich so ein enormer Fan bin. Wenn ich jetzt was bemängeln müsste hier, also wenn ich jetzt überlege, ich müsste hier irgendwas bemängeln, weiß ich nicht, wir haben Armbänder drin, 3 Stück, wir haben Anhänger drin, wir haben Ketten drin, es ist von jedem Jahr was drin, es gibt nichts zu bemängeln auch. Man könnte jetzt vielleicht noch bemängeln die Farben, dass man vielleicht noch irgendwie eine andere Farbe, aber keine Ahnung, also mir fällt hier nichts ein, um hier irgendwas zu bemängeln. Das ist einfach jedes Türchen liebevoll gepackt gewesen, das Design ist schön, die Mineralien hier drin, die sind richtig toll, also die finde ich auch hübsch. Wie viel haben wir denn eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder?
Ja, 7 Heilsteine sind hier drin, was ich auch ein schönes Verhältnis finde zu dem Schmuck. Also man hat wirklich eine bunte Mischung. Die haben das auch so schön gemacht. Also es kommt nicht hier nur Heilstein, 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 sondern es kommt Heilstein, Schmuck, Heilstein, Schmuck. So ein bisschen auch. Und das ist also meiner Meinung nach ein ganz toller Adventskalender. Es tut mir so leid. Ich bin gespannt, was die Claudi dazu sagt. Also vielleicht hat sie nicht so eine Bindung zu Spirit of Leaps, aber ich habe irgendwie eine Bindung dazu, wie gesagt. Ich bin halt ein absoluter Fan. Kann's halt anders sagen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet einen guten Gesamteindruck von dem Kalender bekommen. Ich hoffe, ihr konntet alles gut sehen, was ich euch so gezeigt habe und konntet euch einen guten Überblick verschaffen, ob der Kalender für euch geeignet ist oder eben nicht. Ich bin gespannt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr an die Kraft der Edelsteine glaubt. Ich bin so gespannt. Naja, ich verlinke euch den Adventskalender. Ebenfalls könnt ihr bei der Verlosung mitmachen. Wie gesagt, ihr könnt eine wunderschöne Mondsteinkette gewinnen. Bei mir und auch bei der Claudi. Es steht auch nochmal alles in der Infobox unten drin. Und ihr könnt 10% auf den Kalender sparen. Das blende ich euch nochmal ein. Steht auch nochmal in der Infobox. Ich würde mich jetzt bei euch verabschieden. Ich hoffe, ich war euch nicht zu schnulzig gewesen. Aber ich liebe diese Marke. Und ich habe mich das Ganze ja auf diesen Kalender hier so sehr gefreut. Es ist so ein Herzensding von mir eben. Genau. Ja, ich würde mich jetzt verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart, ihr Lieben. Lasst mir sehr gerne noch ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüssi. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories.